Bevor es gleich losgeht, ganz kurz, hier sind Wolf Fuß und Frank Buschmann. Viel Spaß heute. Die Gäste müssen es vor allem defensiv besser machen. Zurzeit haben sie die schlechteste Verteidigung. In der Defensive haben sie zurzeit große Probleme. Dabei weiß man ja, wie wichtig es ist, zuerst einmal hinten gut zu stehen. Schauen wir mal auf die Aufstellung von Hoffenheim. Sie haben heute die etwas defensivere Variante gewählt. 5-3-2. Aber davon darf man sich natürlich nicht täuschen lassen. Bei Ballbesitz wird sich das ganz schnell verschieben. Die agieren dann nicht starr in der Fünferkette. Das wäre nicht modern. Und da haben wir sie. Die Startaufstellung von Werder Bremen. Kurz noch zur taktischen... Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Kruse! Wie macht er den denn rein? Was für ein Beginn! Sie führen mit dem ersten Torschuss. Wie würdest du die Gäste einschätzen? Sie befinden sich so ein wenig im Niemandsland der Tabelle. Nichts geht mehr nach oben, nichts nach unten. Da dürften die ersten Spieler im Gedanken vielleicht schon im Urlaub sein. Das geht ja gut los hier. Nach 5 Minuten gleich das 1:0. Rudi. Zuber. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da zieht er ab. Und so wird das nichts. Und noch eins. Das ist der Doppelschlag. Gut gemacht. Den Treffer schauen wir uns gerne noch einmal an. Oh, da haben die Verteidiger ihn aber im Stich gelassen. Und so kannst du den Gegentreffer irgendwann dann nicht mehr verhindern. Jetzt steht es 2:0, das dürfte Ihnen Ruhe geben. Da passt er auf! Max Kruse am Ball. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Flanke geht zum Abwehr. Und jetzt per Kopf. Den Ball hält er fest, gute Aktion. Junusovic. Er ist frei, da kann was draus werden. Ärgerlich, es gibt Abseits. Das war eine gute Möglichkeit. Max Kruse am Ball. Wird das seine Torchance? Max Kruse! Und er trifft! Ganz knapp der Abschluss da unter die Latte. Seit seinem Treffer strotzt er nur so vor Selbstvertrauen und jetzt hat er den Doppelpack. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Süle. Nun kann er weg. Wird's jetzt gefährlich? Bauer. Jetzt ist der Ball doch. Das war ein Foul. Da muss er natürlich Freistoß geben. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Jetzt Kruse am Ball. Das macht er gut. Da ist er durch. Geht er rein. Der Torhüter kann jetzt abstoßen. Schauen wir doch noch mal auf das Tor von eben. Schön macht er das mit Gefühl in den Winkel.
Delaney. Gebrselassie. Das könnte die Chance werden. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Er bekommt Hilfe. Da könnte jetzt eine Chance entstehen. Da stand er gut und gibt Freistoß. Und da zeigt er ihm Gelb. Kann man durchaus geben. Na also, den Ball hat er jedenfalls nicht zuerst getroffen. Das zeigen diese Bilder dann doch relativ deutlich. Richtige Entscheidung hier, das sehen wir ganz deutlich. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt die Flanke. Gut verteidigt. Die Hereingabe abgeblockt. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Er zieht ab. Wichtig. Den Ball hat er sicher. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Und jetzt kriegt er doch noch seine Strafe. Der Schiri belässt es allerdings bei Gelb. Ja, für mich geht das in Ordnung, Wolf. Hartes Einsteigen, aber nicht überhart. Dem hierbei. Den Ball spielt er gut. Jetzt ist er vorbei, schlecht verteidigt. Er pfeift Strafstoß. Da hat er keine Wahl. Er muss rot gehen. Klare Notbremse, richtige Entscheidung. Das war natürlich mit viel Risiko, mit zu viel Risiko. Da kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Die Chance lässt er sich nicht nehmen, gut verwandelt. Und da hat er seine Nerven im Griff und trifft vom Punkt. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Drei-eins heißt es also jetzt. Junusovic. Jetzt könnte es gefährlich werden. Er versucht's. Er war noch dran, gibt Ecke. Mit dem Kopf. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Und damit sind sie am Ball. Kramaric. Und er gewinnt den Zweikampf. Dem hierbei. Das könnte gefährlich werden. Kramaric. Super abgewehrt, aber war auch letztlich kein Problem. Bartels. Bartels. Abgefangen, gut gemacht. Wagner. Wird's jetzt gefährlich? Da trennt er ihn fair vom Ball. Junusovic. Bartels. Das macht er gut.
Bartels. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Jetzt müssen sie aufpassen. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Da trennt er ihn vom Ball. Die erste Hälfte war klasse. 3:1 steht's. Es gab einige Torraumszenen. Darf gerne so weitergehen. Und da haben wir sie. Die Startaufstellung von gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Kruse! Klasse Leistung heute und jetzt darf er sich seinen verdienten Applaus abholen. Sehe ich ähnlich. Er hat sich richtig in die Partie reingehauen und war für mich heute einer der Besten. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Das könnte die Chance werden. Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Nun Kalerabek. Amiri. Rudi. Sehr gut aufgepasst. Delaney. Wird das eine Torchance? Gutes Zuspiel. Schussversuch. Sie sind so nah dran, hier ein weiteres Tor zu erzielen. Polanski. Gebrselassie. Delaney. Bartels. Delaney. Max Kruse am Ball. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Weiter mit dem Vorteil. Mal sehen, ob sie den nutzen können. Kramaric. Chance erstmal vorbei, der Spieler ist dazwischen gegangen. Jetzt Kruse. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Das könnte eine Gelegenheit werden. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Der Abwehrspieler steht hier einfach richtig. Gutes Stellungsspiel. Er schießt. Wagner. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Und er schießt. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Erster Vorteil, aber der ist dann keiner mehr. Und jetzt gibt's hier doch noch die Verwarnung. Alles genau richtig gemacht. Klasse Aktion vom Schiri. Es kommt ein frischer Mann und der Trainer muss da auch was verändern, denn im Moment liegen sie hinten. Sané. Das macht er gut. Er passt ihn auf den Flügel. Ohne.
Da gibt er Freistoß. Gute Möglichkeit. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Er schießt. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Der Ball ist im Aus, es gibt Ecke. Der Ball kommt gut. Die Flanke fängt er ab. Sehr gut gemacht. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Super. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Den spielt er steil. Er versucht's. Und da klingelt's im Kasten. Noch ein Tor, die Führung damit ausgebaut. Ja, so langsam können sie wohl einen Gang zurückschalten. Hier nochmal dieser Treffer. Neuer Spielstand jetzt also 4-1. Nun Kalle Rabik. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Super. Wird das eine Torchance? Fairer Einsatz hier. Geklärt, aber es gibt die Ecke. Die Aktion wird jetzt also doch noch bestraft. Er sieht hier die gelbe Karte. Und das geht auch vollkommen in Ordnung. Ich denke, da kann er sich nicht beschweren. Hier steht jetzt die Auswechslung an. Und jetzt ist der Ball geklärt. Gutes Technik. Es gibt noch einen Elfmeter. Unbeherrscht, naiv, übermotiviert. Ich weiß nicht, warum sie hier so reingehen. Das müssen sie schleunigst abstellen. Das war natürlich mit viel Risiko, mit zu viel Risiko. Keine andere Option für den Referee. Da ist er drin, der Elfer. Ganz souverän verwandelt, dieser Elfmeter. Er hält dem enormen Druck stand und macht das Ding. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4-2. Viel bringt Ihnen dieser Ehrentreffer natürlich nicht mehr, aber immerhin, das Ergebnis sieht ein bisschen freundlicher aus. Ja, Wolf, das ist jetzt vielleicht. Da passt der Klasse auf. Da verlängert er den Ball. Gut gespielt. Ist das die Chance? Flanke geht zum Abwehrspieler. Da war mehr drin. Gut, da erstmal geklärt. Jetzt Kruse. Gut verteidigt hier. Kalle Rabik. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Das war wichtig, dass er da an den Ball kommt. Vogt. Das könnte gefährlich werden. Das ist kein Problem. Der Torhüter hat den Ball. Da zieht er ab. Das war dann doch deutlich drüber.
Das ist mehr als ordentlich vom Unparteiischen. 4 Minuten Nachspielzeit. Wird's jetzt gefährlich? Das könnte die Gelegenheit geben. Macht er das Tor? So, das war's. Der Schiedsrichter beendet diese Partie. Endstand 4:2. Sie haben sich den Sieg geholt. Eine ganz, ganz starke Leistung in Unterzahl. Ja, vor allem sehr gut organisiert gespielt. Wenig zugelassen. Toll gemacht. Die Gäste mit einer guten Leistung in diesem Spiel. Sie nehmen den Auswärtssieg mit und das, obwohl sie leider mal wieder defensiv nicht wirklich überzeugen konnten. Sie. Die Startaufstellung von Werder Bremen. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Kruse! Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches. Da zieht er ab und so wird das nichts. Und noch eins. Das ist der Doppelschlag. Wird das seine Torchance? Max Kruse! Und er trifft! Yeah. Er pfeift Strafstoß! Jetzt die Gelegenheit. Er schießt. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Den spielt er steil. Er versucht's. Und da klingelt's im Kasten. Da ist er drin, der Elfer.